Pascha und Rodrigo machen irgendwelche Raya-Dinge und Britijan lernt Das den möchte ich gerne nicht Ignifacius. ausgespielt sehen. Warum nicht? Du Wir bist wollen so es ein hier Spießer. ausdiskutieren. Ja, dann Hier irgendwelche weiter. Ich finde, wir haben das Rondra-Dinge schon ganz gut mit dem Essen ganz gut gemacht im Ich Mund. finde auch, du bist so ein Spießer, Daru, ne? Wir Das machen das so interessiert doch die selten, wir Zuhörer. könnten auch richtig krassen Pärchenscheiß machen. Ach Wir halten komm, nur zu Jala. zurück, ne? Dann mache ich ein bisschen Myria für dich, Hunter. Echt? Hör mal, Softie warum und will Dory mich werden jeder mit so meinen eigenen Knappen verkuppeln? Ich Ihr seid verkuppel ein dich mit dir süßes selber. Pärchen? Ja, weil das gut passt. Ich meine, im Ernst jetzt. Es ist so süß, wie Frosty das ausspielt, ne? Wie sie Ich finde ständig das so ein auch bisschen gut. zickig ist aus Bau dem halt Hintergrund, so Mimimi. Bau Ich halt muss deinen den Feind ab aufbauen, und dann ich kannst du sie weiß. heiraten. Keiner will Ich sich will ficken sie aus dem nicht Hintergrund. heiraten! Jetzt baue dich den Feind und heirate sie! Also die spare ich mir auf Kandra! alle Fälle auf für irgendwas Besonderes. Die wird jetzt nicht irgendwie durch die Gegend vögeln. Das ist so stumpf. Die ist eigentlich echt nur Jungfrau und irgendwann, wenn es wichtig ist, meinetwegen für ein SC, wenn Yharlan das Go gibt oder eben für Yharlan selber. Aber Kann ansonsten. Ragnar nicht mit einem Federhut und einem Degen herbeikommen und sie heiraten? Wo ist der, wenn man ihn braucht? Der ist in Thailand. Der ist in Thailand, der stopft da Löcher. Aber mal im Ernst, ne? Ich finde es auch nicht so schlimm. Ich finde, Johnny und ich halten uns echt zurück, was es angeht. Also ich hatte in meiner Dienstagsrunde ein Pärchen, das war wesentlich schlimmer. Vielleicht bin ich einfach nur ein Spießer. Vielleicht habe ich meinen Eltern ja früher gesagt, sie sollen die Musik leiser drehen. Achso, Johnny, ich Oh habe Gott, übrigens. sowas ich hab Johnny, ich habe übrigens auch noch Mandolo und Melvin auf der Kundschubkarte. Schön. Ich habe noch überlegt, ob ich die irgendwann benutze oder so, aber. Ja, und Brindijan schrieb es so schön in den Chat: Helden werden gesucht. Genau, machen wir die Auftraggeber jetzt, Das geben nur noch Problem ist, wenn du Dukaten und die Helden, anderen lösen unsere Aufgaben. wenn du sagst, Helden werden gesucht, kommen ein Stutzer, ein abgerissener Adeliger, ein Bohrengeweihter und ein Zauberer, der nichts kann, außer den Flimflam. Genau, und Und irgend so die ein wollen dann Halbelf. für den Job 50 Dukaten Ich haben. möchte an dieser Stelle auf die Playlist der Alchemist hinweisen, denn beim Alchemisten ist genau das passiert. Da habe ich nämlich auch gesagt, die typische Heldengruppe taucht auf. Es ist ein Barbar, eine Rondra-Akolutin, ein Fex-Geweihter und ein Metumisa-Magier oder eine Magierin. Und das war so die perfekte Heldengruppe. Und sie hatten sogar einen Heldengruppennamen. Also, es war so durch. Aber genau das. Unfassbar. Ich finde das super mit dem Einrichten. Da, da, da. Das Einrichten. Ja, ich finde das toll. Lass mich. Richtet das auch schon sehr maraskanisch ein, das finde ich super. Irgendwann in 6 Monaten kommen wir dann nach Hause und denken sich, ja, nach Hause, warme Betten, weiche, was weiß ich. Komm da oben rein und ach ja. Mascha, der Kurier. Ich bin ein Tolamidia. Ey. Wenn ihr ein Safe oder sowas haben Das wollt, dann wird sagt mir das auch. wunderschön. Safe kostet wie gesagt von bis. Also ihr könnt eure 600 Dukaten in Safe reinballern. Ich Dann habt ihr meine. zwar nichts, was da drin liegt, aber das, was da drin ist, ist sicher. Wir haben Ich eine meine, da sollten unsere Kapitalanlage. Matrosen wöchentlich bezahlt werden und wir nicht wissen, wie lange wir auf See sind, müssen wir den ganzen Shit wohl mitnehmen erstmal. Gerade wenn ihr jetzt irgendwie Wertgegenstände habt wie Artefakte, also Geld oder sowas, geht halt immer bei einer Notlandbank, aber. Und erste Schwarzmann kenne ich. Es macht Woher so denn? einen Spaß, mein harter Zweig ist versah. Es macht so Spaß, es macht so Spaß, Barry zu sein. Aber wir Jetzt spielen halt möchte ich noch. irgendwie die kleine liebe Scuffy mal in Aktion sehen, wenn sie Schwarzmagier spielt. Das willst du nicht. Ich habe heute erstmal einen Horrorphobe-Schreckgestalt gewirkt, als die Hälfte meiner Gruppe daneben stand. Alle sind schreiend im Kampf weggerannt. Aber die Gegner auch. Das war lustig. La la la. Und ich spiele sie halt völlig trocken. Also sie versteht zum Beispiel keinen Sarkasmus und sie hat auch nicht wirklich Gefühle, weil die Phasaren sind halt dafür bekannt, dass sie ihre Shelby Ängste Cooper, ein abtrainieren. Böser. Und Ich dachte, das Sheldon ist echt so Cooper. ein bisschen. Ich dachte, Sheldon Cooper ist schon böse. Ja, eigentlich ja nicht. Der macht das ja mit Absicht. Er ist nur Ist ein klar. Laborunfall entfernt davon. Hör mal, Dämonen sind auch nicht mit Absicht böse, sie sind's einfach. Aber ich muss halt sagen, ich habe bis jetzt eigentlich immer. Anführungszeichen weiße oder bisschen, naja, sagen wir graue Charaktere habe ich bis jetzt eigentlich immer gespielt, so die es gesetzlich ganz ernst nehmen, weil halt auch nicht so richtig immens böse sind. Und jetzt habe ich halt wirklich das erste Mal so richtig schwarze. Und die ist halt auch mal ein bisschen vorbereitet. Also wir kommen quasi, wir spielen ja gerade die Philly, also Anfang der Philly. Und das heißt, es kommt jetzt gerade alles so auf und
Ja, was soll ich sagen? Noch bin ich quasi noch bin ich akzeptiert als schwarze Gilde und dann wird es eben irgendwann so sein. Wahrscheinlich sagte der SL, dass ich mich entscheiden muss. So. Ich erinnere mich an die Sonntagsrunde, wo Scuffy noch kurz drin war. Und wir haben irgendwie gesagt, ja, lass mal alle eine böse Runde spielen. So richtig böse, so richtig total böse. Und mit Dämonen beschwören und so ein Blödsinn. Und dann haben wir gesagt, ja, alles klar. Und ich habe dann einfach einen Bibliothekar gespielt. Und der war nicht böse, der war einfach nur Psychopath. Das war so ein Typ, der hat einen Typ erstochen, in sein Bett gelegt, in das Doppelbett gelegt und sich dann dazu und dann mit Decke zu, drüber und dann einfach Augen zu und gepennt. Neben der Leiche, die er eben gerade erdolcht hat. Und die anderen dachten sich so, was ist denn mit dir los? Ich dachte mir so, hey, ja, wir haben gesagt, wir spielen eine böse Runde, ich bin halt jetzt der Psychopath. Aber wer macht denn sowas? Keine Ahnung, der war halt total durch, der ist in den namenlosen Tagen geboren. Ja, dann wäre ich seine, auch seine Mutter war 80 und sein Vater war 60 und die kam halt gar nicht klar, mit der Erziehung komplett versagt. Und dann wächst er nochmal in Alanfa auf, was nochmal schlimmer ist. Und naja, der war komplett durch. War dann mit Selbstgesprächen ausgestattet und Medium und was hatte er noch? Irgendwie total. Größenwahn nicht. Selbstgespräche und Medium. Er hat dann die ganze Zeit irgendwie mit verschiedenen Erzdämonen geredet und geflüstert und. Wenn dann irgendwie die Helden vor ihm gegangen sind, ja, Charuptor, nee, ich bringe sie später um. So einfach nur dahergeplappert, so Selbstgespräche eben. Und die Helden kamen, also was heißt die Helden? Die schwarze Gruppe kam einfach komplett nicht drauf klar. Die dachten so, ja, Menschen umbringen ist halt okay, aber doch nicht sowas. Ich dachte mir, ja, mir doch egal. Wir wollten halt eine böse Runde bauen. Aber die Frage ist halt, ob es langfristig funktioniert, wenn jeder sowas krasses macht, weil es ist ja schon ein heftiges PvP eigentlich. Ja, die anderen waren alle gar nicht böse. Die waren komplett ich normal. Ich weiß, als da reinkam, natürlich war ich nicht dachte böse. Dachte so, hey, was ist denn mit euch? Ich habe einmal einen Gastauftritt, Mutter von Frostys Charakter übernommen. Das hat so Spaß gemacht. Mit deiner, alten, freaky bösen Mutter Stimme. Die, die Mutter war ja genauso durchgeknallt. Junge, halt's Maul, wenn ich mit dir rede. Und du? Total der abgefuckte Typ und bringt halt total viele Menschen um und dann, wenn er dann vor seiner Mutter in der Bibliothek steht, alles klar, Mama, tut mir leid, Mama. Ja, was ist auch? Lass dir die Ohren, das geht. Können wir eigentlich mal drüber reden, welches unglaubliche Timing Frosty mit der Knappe immer hat? Immer wenn man sie am wenigsten brauchen kann, macht sie den Mund auf. Ich find's gar nicht schlecht. Ja, hallo, das ist Mädelspower. Senk deinen Feind. Senk deinen Feind, dann lass ich dich damit in Ruhe. Ich meine nur halt, sie geht ja nicht auf den Sack, weil sie dauernd das Maul offen hat, sondern immer nur genau dann, wenn man sie nicht gebrauchen kann. Sie geht ja gar nicht auf den Sack. Ich finde, sie ist eigentlich relativ brav mit dir. Meistens unterstützt sie mich halt nur, wenn es irgendwie Stress gibt. Wahre Freundschaft gibt es eben nur unter Männern oder Frauen. Ja, du hast recht, ich muss den Feind senken, aber ich bin so geizig. Ich finde, der muss ihn gar nicht senken. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass es immer wieder rauskommt. Ich war da ruhig.